Langsam kriecht die Sonne durchs Fenster und vertreibt die Kälte der Nacht. Es ist Tag 3, nachdem die Welt dieser Menschen zerbrach. Hier und da hört man ein Wimmern, ansonsten ist es still, die Stimmung ist gespenstisch. Ein Versteck ist dieses Zimmer. Alle Gesichter malen das gleiche Bild, düster, resigniert und ängstlich. Es ging alles so schnell. Vor einer Woche noch waren sie ganz oben, bejubelt von den Massen. Jetzt sind sie ganz unten, irgendwie betrogen und irgendwie verlassen. Und da ist so ein diffuser Schmerz aus Verrat und Verleugnung, Verlust, Verzweiflung, Scham und Enttäuschung. Und alle plagt die gleiche Frage, was in unserem Leben hat noch Bedeutung, jetzt wo er tot ist, Jesus, angeblich Christus. Es scheint, das Ganze war doch nur Täuschung. Denn da der Lehrer jetzt nicht mehr lebt, ist doch auch die Lehre nicht mehr als eine nette Idee. Und wer könnte sagen, wie es weitergeht, wenn der, der sagt, er sei der Weg, die auf seiner Seite stehen, verlässt, dann muss man das doch als gescheitert sehen. Jesus ist tot und der Weg ist zu Ende, die Idee damit auch und bald wahrscheinlich nur noch Legende. Seitdem er im Grab liegt, hat kaum jemand den Raum verlassen. Nur zwei Frauen haben es geschafft, sich aufzuraffen, allen Mut zusammenzunehmen. Sie sind gerade erst los, um zum Grab zu gehen. Ein Klopfen zerreißt die Stille wie dünnes Papier. Alle Herzen stocken im Gleichtag. Jetzt ist es passiert. Sie haben uns gefunden. Sie kommen uns holen und in wenigen Stunden sind wir alle tot. Wir werden sterben wie er, durch die Hand der Pharisäer. Keiner rührt sich. Nur die Augen gehen angsterfüllt zur Tür. Doch es sind die beiden Frauen, Maria Magdalena und die andere Maria. Völlig aufgeregt, kaum in der Lage, Gedanken zu sortieren, reden beide durcheinander. Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Wir dachten, es sei verschlossen, doch das war es nicht mehr. Und dort, wo er lag, sahen wir einen Engel, einen Boten, der sagte, was sucht ihr, den Lebendigen bei den Toten? Er hat doch gesagt, er wird auferstehen und jetzt geht. Das müsst ihr den anderen auch erzählen. Für einen Moment herrscht ungläubiges Schweigen. Dann beginnt ganz langsam der Groschen in Pfennigen zu fallen. Die Schockstarre weicht aus ihren Beinen und Petrus und Johannes rennen hin zum Grab, kommen dort an, völlig außer Atem und finden alles so, wie die Frauen sagten. Hoffnung mischt sich in Trauer und Verzweiflung, was in Verwirrung resultiert. Mit Worten lässt sich kaum beschreiben, was in ihrem Inneren passiert. Ein Hin und Her zwischen, da fällt mir ein, er hatte erwähnt und kann doch nicht sein, aber was wäre wenn? Ja, was wäre wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn er nicht nur ins Totenreich, sondern hindurchgegangen ist, dann, ja dann gäbe es Hoffnung, dann wäre wirklich Land in Sicht. Nein, das ist völlig unmöglich, jemand spielt uns einen Streich, es geht anders nicht. Andererseits, er hatte schon sowas gesagt. Er sprach häufiger vom Tod und vom Grab und, wenn ich es mir genau überleg, auch davon wieder aufzuerstehen. Das Grab ist leer, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Kann das sein? Und wenn das so ist, dann sind wir noch nicht am Ende angelangt. Wenn Jesus der Weg ist, ist der Weg nicht zu Ende, sondern hat vielleicht gerade erst angefangen. Und wenn wir ihm folgen, führt uns der Weg über den Tod hinaus. Nein, das ist völliger Quatsch, ein Hirngespinst, so sieht's aus. Mit diesen Gedanken gehen sie zu den anderen zurück. Aber neben der Hoffnung bleibt die Angst im Genick. Die Mörder werden merken, was passiert ist. Und kein Zweifel, wer dann im Visier ist als Grabschänder und Leichendiebe. Die Frage ist nur, wie viel Zeit verbliebe, bis sie wie Jesus am Kreuz hingen. Aber das kann der Weg nicht bedeuten. Darum bleiben sie weiter versteckt in der Hoffnung, dass sie keiner entdeckt. Doch statt Stille herrscht jetzt rege Diskussion. Manche wollen ihn sogar gesehen haben. Andere haben es die ganze Zeit gewusst. Doch für die meisten bleibt alles unklar wie in Nebelschwaden. Dieses Auf und Ab zwischen Hoffnung und Zweifel ist ziemlich brutal. Mit dem Verstand nicht zu begreifen und für das Herz eine Qual. Die Stunden verstreichen und es endet der dritte Tag. Am Abend, als die letzten Sonnenstrahlen weichen, steht Jesus plötzlich mitten im Saal. Ist das ein Traum? Kannst du mich mal kneifen? Das ist doch nicht wahr. Friede sei mit euch. Diese weiche, liebevolle Stimme ist unverwechselbar. Er zeigt die Wunden an Händen und Füßen und seiner Seite und macht damit auch dem Letzten klar, das ist kein Traum. Der vor 3 Tagen starb und bis letzte Nacht im Grabe lag, steht jetzt mitten unter ihnen. Jesus hat den Tod besiegt. Aber anstatt sich zu freuen, werden manche jetzt geplagt von Schuldgefühlen, weil sie die Erfüllung ihrer Treue schwüre schuldig blieben, weil sie, als es drauf ankam, nicht da waren. Und was auch immer jetzt folgt, was könnte Jesus schon anfangen mit solchen Versagern? Sie trauen sich nicht, seinem Blick zu begegnen, fühlen sich schuldig und klein. Aber Jesus hat nicht vor, das auch nur ein Stück zu erwähnen, fordert nicht mal eine Entschuldigung ein. Friede sei mit euch, sagt er stattdessen noch einmal. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch, damit ihr der ganzen Welt bezeugt, was ihr erlebt und gesehen habt. Und ich verspreche, ich bin bei euch, bis ans Ende, jeden Tag.